Also in deiner Haut will ich lieber nicht stecken. Nochmal wird der Wachtmeister dir das nicht verzeihen. Das weiß ich selbst. Es ist nur, immer werde ich zur Nachtwache. Ich schaffe es einfach nicht, die ganze Nacht die Augen offen zu halten, wenn einfach nichts passiert. Aber ich habe schon einen Plan gefasst. Es ist aber doch was passiert. Und du? Hast einen Plan? Na, da bin ich aber gespannt. Willst du die Wache verlassen und dich am Hofe des Kaisers als Attaché für Schlafangelegenheiten verdingen? Du redest vielleicht an uns. Direkt aus dem großen Hafen von Avena eingetroffen. Einfacher. Das musst du mir erklären. Was hast du dann vor? Also in deiner Haut will ich lieber nicht stecken. Okay, diese Wache scheint hier Probleme zu haben, merke ich gerade. Und sie hat sogar hier ein Fragezeichen, deswegen reden wir sie einfach mal kurz an. Moment mal, du da. Du siehst mir wie ein aufgewecktes Bürschchen aus. Du bist genau der Richtige, um einem armen Kerl wie mir aus der Klemme zu helfen. Beziehungsweise er hält uns gerade auf. Also hören wir uns an, was er zu sagen hat. So sieht also dein genialer Plan aus. Na, ich gehe mal lieber auf meinen Posten, bevor ich auch noch Ärger bekomme. Ja, die NATO-Ritterwache. So wie der eine Typ, der uns aus der Stadt der uns nicht mehr in die Stadt reingelassen hat. Aber gut, nicht jeder ist bestechlich. Ah, soll er nur verschwinden. Auf seine Helme kann ich gut verzichten. Was aber ist mit dir? Kann ich wenigstens auf dich zählen? Klar, worum geht's denn? Okay, auf mich, ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Nun, seit den Ereignissen am Hafen möchte der Wachtmeister hier nachts immer einen Posten Wache stehen haben. Das ist eine furchtbar langweilige Aufgabe. Und ja, für ihn war es wirklich gesünder, dass er nicht da war, als wir im Hafen randaliert haben. Beziehungsweise, wir sind ja eigentlich durch den Hafen geschlichen, der Schrottgolem hat dann randaliert. Aber gut. Versuchen wir es mal mit Menschenkenntnis. Und jedes Mal schläfst du ein, egal wie sehr du dagegen ankämpfst. Dazu braucht man eigentlich keine Menschenkenntnis, das ist ja eigentlich offensichtlich. Ja, aber so einfach ist das nicht. Der Wachtmeister möchte nämlich immer früh morgens meinen Bericht haben. Und du verschläfst und vergisst kannst den Bericht nicht mehr rechtzeitig schreiben, Wärst du bereit, mich morgen früh zu wecken, damit ich rechtzeitig für meinen Bericht beim Kommandanten ankomme? Ich würde mir jetzt gerne gegen die Stirn hauen. Ganz ehrlich. Das ist ein ganz toller Plan. Was will er denn berichten? Ich bin eingeschlafen und habe von Einhörnern geträumt. Okay, aber wir sind ja ein netter Geode. Von mir aus, ich tue es, auch wenn ich nicht weiß, was du ihm dann berichten willst. Ja, genau. Es soll dein Schaden nicht sein. Hier, nimm dieses Geld für dein Versprechen, mich morgen früh rechtzeitig zu wecken. Oh, das ist aber großzügig. Dann hast du natürlich mein Ehrenwort. Dank. Ihr könnt in dem Haus hinter mir am Kai die Nacht verbringen und zur rechten Zeit. Neueste Kleidung in exotischem Stil. Okay, direkt gehen wir mal vorher. Hafen von Avena eingetroffen. Gehen wir mal kurz vorher zu Händler Castellani. Dem sind wir ja schon bei der Zollfeste begegnet. Ach, so eine Überraschung. Euch kenne ich doch. Ihr seid die Rächer der Zollfestung. Ich habe die liebreizende, aber traurige Dame Lucia nach Verdor gebracht. Ja, das war wirklich ein schwerer Schlag. Aber gut, wenigstens war er so nett. Und dank Gerlings Brief wissen wir auch, dass sie dort angekommen ist. Das ist gut zu wissen. Was macht ihr jetzt hier? Verkauft ihr etwas? Erst seit kurzem bin ich aus Avena eingetroffen. Mit ganz wundervollen Dingen im Gepäck. Ihr werdet staunen. Na dann zeig mal, was du hast. Neueste Kleidung in exotischem Stil. Schwere Stiefel brauchen wir nicht. Ganz neue Ware. Kefir. Nein. Kluderhose? Wäre nichts schlecht, aber ist mir etwas zu teuer. Dunkle Pluderrose, Elementaristenschürze. Robe, eine Krötenhaut. Krötenhäute. Müssen wir uns merken, dass der hier Krötenhäute hat. Stoffmantel, tulemandische Robe. Boah, sind die Stiefel teuer.
Naja, Turban. Okay. Lassen wir das mal. Jetzt übernachten wir mal kurz hier, auch wenn uns das wieder Zeit kostet wegen Ardo, aber. Ich mache mir solche Sorgen, Egold. Dieser schreckliche Strudel am Himmel. Das bedeutet nichts Gutes. Keine Angst, Ulrike. Das ist bloß wieder eine harmlose Spinnerei vom alten Buckbart. Für euch tapfere Männer und Frauen, Omen und sich um das Wohl der Stadt verdient zu machen. Und der hier scheint bei Hauptmann Nirulf in der Kaserne. Und der hier scheint Leute anzuwerben für die Stadtkarte. Interessiert der Stadt zu helfen? Ja, das kommt ganz drauf an, um was es geht. Warte, schon möglich. Was ist überhaupt los? Nehmen wir das. Milz. Nein, Milizdienst. Wir suchen mutige Leute, die uns helfen, die nächtlichen Vorfälle hier aufzuklären. Vorfälle? Also er meint nicht nur das, was wir angestellt haben. Es scheint noch mehr passiert zu sein. Hm? Also gut. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch bei Hauptmann Nirulf in der Kaserne. Okay, das werde ich tun. Später, aber später vielleicht. Hört! Bürger von diesen Blödsinn ausgedacht habe? Na, ja, das habt ihr. Gut, dann, hier war der Hafen. Springen wir gleich mal zum Marktplatz. Genau. Ich will erstmal zur Auralia. Willkommen an meinem Stand. Und zwar möchte ich Rezepte kaufen. Die du hoffentlich hast, und zwar Heiltrank. Heilsalbe, was bringt die? Bleichmondsalben, Fett und Würselkraut. Was brauche ich eigentlich für den Heiltrank? Alkohol, Bleichmondsamen, Yoga-Wurzel, Würselkraut und Zwiedestillat. Okay, das ist schon ziemlich viel. Heilt aber 25 Lebenspunkte. Ist also gut was. Alkohol, Rauenpulver, Feuermoos, Belmar, Zwiebeldistillat. Dann kommt der auch mal mit. Pastillen gegen Erschöpfung, AU-Regeneration braucht. Rauenpulver, nein. Waffenbalsam. Zwei Griffsaat, Krönenschäbel, Salbenfett, Würselkraut. Ach ja, das ist dieses, Gullmontier auf jeden Fall und Einbeersaft. Ah, das war's eigentlich, was wir brauchen. Sind das für Stiefel? Nö. Das ist ein seltsames, unidentifiziertes Amulett. Mit dieser feinen Balkanwaage, aha, Alchemie plus 3. Okay, das ist jetzt identifiziert. Gut. Hier gäbe es Bleichmondsamen, die sind aber ganz schön teuer. Ein Silber das Stück. Salbenfett gibt's hier auch zu kaufen. Brandsalbe, Heilsalbe, Alchemisten, Schürze und Handschuhe. Die Alchemisten Schürze. Wow. Die ist richtig gut. Die merken wir uns mal. Aber jetzt schließen wir erstmal den Handel ab. Gucken mal kurz ins Rezeptbuch. Achso, die müssen wir erst lernen. Gut, jetzt können wir ins Rezeptbuch gucken. Quellwasser brauchen wir für die und für das brauchen wir auch Quellwasser. Bleichmondsamen, Yoruga-Wurzeln brauchen wir 6. Würselkraut, Zwiedestillat und Alkohol und Bleichmondsamen. Und hierfür brauchen wir Rauenpulver und Feuermoos. Okay, jetzt weiß ich auch, für was ich Bleichmond sammeln kann. Gucken wir mal kurz zu der Werkbank da hinten nach Bogenrezepten. Wenn wir schon hier sind. Genau, zu dir möchte ich. Bitte sehr. Und zwar
Ich kaufe hier mal vorsichtshalber noch mal Pfeile und Bolzen. Aber was ich wirklich brauche, Anleitung genau. Kriegspfeile, Gänsefedern, Eibenholz. Jagdpfeile, genau. Die mache ich aus Gänsefedern, Ulmholz, Holzleim und so weiter. Also Jagdpfeil, Jagdbolzen. Anleitung, Pfeil und Bolzenspitzen. Almandische Armbrust. Das klingt natürlich nach einem... Das ist leichter Ballester, das ist verbesserter Kurzbogen, den brauchen wir nicht. Aber die almandische Armbrust, die will ich gerne haben. Brandpfeile, Anleitung Langbogen, Anleitung... Oh, Anleitung schwere Armbrust, aber nein, ich begnüge mich erstmal mit der almandischen. Handel abschließen, so. Oder das Heilmittel, eine Wache in Bedrängnis. Ja, gut. Theoretisch sollte ich jetzt auch noch beim Schmied vorbeigucken nach Schmiederezepten, aber uns geht langsam das Geld aus, deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Nordtor. Weil hier sind die Waffen- und Rüstungshändler. Erstmal die Rezepte lernen. So. Und dann wollte ich mit dem Rüstungshändler hier sprechen. Na, wo? Ja, genau, zeigt mal her. Und zwar... Nicht für Rasse Zwerg, das ist blöd. Edle Lederhandschuhe. Sowas ähnliches haben wir ja schon. Wattierte Armlinge, nein. Lederne Schultern. Verstärkte Lederhandschuhe, Flügelhelm, Kettenhaube, Lederschulterpanzer, Lederhelm. Na, ich hätte gerne... Lederschultern wären eigentlich nicht schlecht. Feitschen habe ich 0%. Ich brauche Quano hier dabei, merke ich gerade. Der hat ja Feitschen. Neue Ware ist eingetroffen. Klingen so spitz und scharf wie ein Drachen. Ah, naja, gut. Was ich vergessen hatte, oben beim Marktplatz. Ja, genau, du müsstest auch Quellwasser haben. Das brauchen wir. Nein, wir brauchen Quellwasser. 2 Dukaten. Okay, die gehen ja noch so. Handel abschließen und gut ist. Dann wieder zurück zum Hafen. Und dann helfen wir mal kurz der Wache. Einen Bärsaft können wir dann noch bei den Elfen am Labortisch herstellen. Oh, Zwischensequenz. Das sieht aber wieder... Unterdessen sah es ganz danach aus, als seien die vielen Piratenüberfälle nicht das einzig Sonderbare, was sich auf dem großen Fluss zutragen sollte. Die Wache ist eingeschlafen. Aber selbst diese Nachtsequenz sieht unglaublich toll aus, finde ich. Oh, Vizekatze. Was ist das für ein Schiff? Okay, ich schweig lieber. Psst. Zwischensequenz genießen. Was führten diese grimmigen Burschen im Schilde? Die Antwort darauf sollten wir schon bald herausfinden. Wie? Was? Wo?